Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich sehr, dass Sie Ihren spannenden Messeaufenthalt unterbrochen haben, um hier zum Vortrag zu kommen. Es soll uns heute um Peak-Werkstoffe gehen und hier um einen ganz besonderen, das Bio-HPP-Material von der Firma Bredent. Nun, wie schaut ein solcher Werkstoff denn einfach auch mal von der Molekülstruktur her aus? Das Bio-HPP unterscheidet sich letztlich von Thermoplasten, die wir aus dem Alltag her kennen, dadurch, dass wir eine nahezu geordnete Molekülstruktur haben. Bei PVC oder Polyethylen und auch Plexiglas-Thermoplasten haben wir eine ungeordnete amorphe Struktur. Und das bringt letztlich eins mit sich, dass wir also hier andere und auch bessere Eigenschaften haben für unsere dentalen Anwendungen. Generell kann man sagen, dass ein Werkstoff, je kristalliner er ist, umso härter und spröder wird er auch. Und das machen wir uns in diesem Falle bei diesem Werkstoff zunutze. Diese Werkstoffe schimmern weißlich, opak in aller Regel. Das werden wir jetzt auch gleich sehen. Dass das Bio-HPP ein teilkristalliner Thermoplast ist, das hatten wir eben geklärt. Er ist verstärkt und damit für höchste Beanspruchung in unseren dentalen Anwendungen vorbereitet. Das ist natürlich in verschiedensten Studien auch untersucht worden und auch nachgewiesen, unter anderem in einer Studie von der Uni Jena, wo eine viergliedrige Brücke auf Humanstümpfen belastet worden ist bis zur Fraktur. Und hier waren 1200 Newton nötig. Wir wissen, dass wir Kaukraftspitzen im Bereich der Implantatprothetik von 700 bis 800 Newton zu erwarten haben, deutlich über dem, was wir finden bei Zahnersatz auf natürlichen Zähnen. Dann sehen wir, dass wir hier also auf der ganz sicheren Seite sind. Nun, die Basis vom Bio-HPP ist PEEK. Polyetheretherketon, und diesen Werkstoff kennen wir aus der Humanmedizin schon seit über 30 Jahren. Er wird hier sehr erfolgreich im Bereich der Wirbelsäulen-Zwischenkörper eingesetzt. Fingerprothesen, Hüftgelenkprothesen und ähnliches werden aus diesem Werkstoff hergestellt. Der Werkstoff ist mit herkömmlichen Verblendmaterialien wie zum Beispiel dem Visuline-Verblendsystem zu verblenden. Hier erreichen wir sehr, sehr gute Haftwerte. Auch das werden wir uns nachher anhand von den Ergebnissen einer Studie nochmal anschauen. Im Namen steckt es schon, Bio, und das HPP steht dann für High Performance Polymer. Wir haben es hier mit einem Werkstoff zu tun, der höchst biokompatibel ist und speziell auch für Allergiker geeignet ist, die Metallunverträglichkeiten haben. Er ist abrasionsbeständig und antagonistenschonend zugleich. Und das kann schon mal zum Tragen kommen, wenn Sie Bereiche haben in der Prothetik, wo Sie also dieses Material nicht mit Komposit verblenden, sondern eine Art Spots oder Aufbisse aus okklusalem Platzmangelgrund herausgestalten, wie wir es aus der Metallkeramik kennen oder auch im Verblendbereich von Zirkoniumdioxid. Eine ganz wesentliche Eigenschaft, die diesen Werkstoff für die Implantatprothetik so hochinteressant macht, ist der, dass er schockabsorbierend wirkt. Das heißt, implantatgetragener Zahnersatz ähnelt dadurch in seinen Eigenschaften beim Kaukraftverhalten dann denen der natürlichen Zähne durch die dämpfende Wirkung. Wir wissen, das Implantat ist starr im Knochen verwachsen. Wir haben null Spielraum, im Gegensatz dazu, wie wir es beim natürlichen Zahn haben, der im Zahnbett federnd aufgehangen ist. Und das können wir hier also ausgleichen oder einen Teil zumindest ausgleichen durch die schockabsorbierende Eigenschaft dieser Werkstoffe. Das ist 1991 schon einmal in einer Studie untersucht worden, welche Werkstoffe denn schockabsorbierend wirken können. Wir haben hier Porzellan, also Keramik, als Referenz, und hier hat man den Biolon-Werkstoff genommen, das ist ein herkömmlicher PMMA-Werkstoff, und Visiogem, der Vorgänger vom Espe Sinfonie. Und hier sehen wir, dass wir also in der Lage sind, ja, über 50% der Kaukraftspitzen letztlich zu absorbieren. Und das ist eine sehr, sehr herausragende Eigenschaft dieses Materials. Eine weitere ist die, dass der Werkstoff torsionsausgleichend wirkt. Wir wissen, dass sich die Unterkieferknochenspange bei Einwirkung von
Kräften verwindet. Und das bedeutet auch, wenn wir große Konstruktionen haben, implantatgetragene Konstruktionen, wo wir mit starren herkömmlichen Materialien letztlich eine Verblockung über die Prothetik schaffen, wie wir das hier sehen, bedeutet das, dass wir, wenn sich die Knochenspange verwindet, Spannungen auf die Implantate und auch auf die Konstruktion bekommen. Und wir sehen, das Diagramm hier ist exponentiell und wir sehen, wie weit wir mit dem Elastizitätsmodul, mit diesen klassischen Werkstoffen, die wir in der Implantatprothetik bisher verwandt haben, doch vom Elastizitätsmodul des natürlichen Knochen entfernt sind. Bio-HPP jedoch hat im Elastizitätsmodul im Bereich des natürlichen Knochen und damit können wir also ähnliche Eigenschaften erzielen, wie wir sie vom Knochen vorgegeben haben und das bedeutet letztlich weniger Spannung auf der Gesamtkonstruktion, weil also diese Konstruktion, diese Mikrobewegung mitgehen können. Nun, genug der Theorie, schauen wir uns ein paar praktische Fälle an, verschiedenste Indikationen, wo wir also diesen Werkstoff als sehr geeignet erachten, unter anderem hier für individuelle Abutments, die also hier als Hybrid-Abutments letztlich sehr geeignet sind. Wir können den Werkstoff als Gerüstmaterial für Kronen und auch für große Brücken nutzen, wie hier beispielsweise, das ist ein Gerüst für eine okklusal verschraubte zirkuläre Brücke. Wir können den Werkstoff benutzen, um Sekundärkonstruktionen auf Stegen herzustellen oder eben auch Sekundärkonstruktionen auf Teleskopen, wie wir das hier sehen. Schauen wir uns den ersten Fall an, den ich Ihnen mitgebracht habe. Wir sehen hier einen Unterkiefer, der mit 4 Implantaten versorgt worden ist. Die distalen Implantate sind nach dem Prinzip von Paolo Malo im 30-Grad-Winkel gesetzt und die Patientin war mit einer Sofortversorgung versorgt. Das ist also das Bild direkt intraoperativ. Hier ist also ein präoperativ angefertigte, gefräste Brücke sofort eingegliedert worden. Ja, das passierte auf Basis von Modellimplantation. Das führt allerdings zu weit, denn wir wollen uns jetzt um die definitive Versorgung kümmern und uns das anschauen. Und hier haben wir mit dem Bio-HPP-Material einen sehr geeigneten Werkstoff. Am Anfang dieser ganzen prothetischen Herangehensweise steht der Schritt, dass wir die funktionellen und ästhetischen Anforderungen an unseren Zahnersatz analysieren in Form einer Ästhetik- oder Funktionsanprobe, die wir idealerweise schon mit den mit den Novoline-Verblendschalen realisieren. Das sind diese auch, die wir dann später für die Verblendung dieser Brücke nutzen. Und so haben wir von Anfang an also die Aussicht auf das, was letztlich kommt. Kein Patient dieser Welt geht ins Autohaus und kauft ein Auto, ohne sich es angeschaut zu haben. Und das ist genau das Thema. Wir müssen dem Patienten im Vorfeld zeigen, was ihn am Ende erwartet. Und hier sind wir mit dem Visuline-Verblendsystem natürlich bei einem System, was uns diese Möglichkeiten gibt. In einem nächsten Schritt wurde dann die Modellsituation digitalisiert und wir haben mit dem Dental Designer der Firma 3Shape dann diese Brücke konstruiert und sie dann im Anschluss herausgefräst. Hier sehen wir noch ein paar Bilder aus der Konstruktion, die STL-Datenwolke. Hier das Ganze auch nochmal von Basal im Anschluss. Also das Herausfräsen aus einem Wachsplank. Und wenn Sie eine solche Situation haben, mit eine Freiendsituation, wo Sie Brückenglieder extendierend als Anhänger gestalten, dann empfehlen wir und auch die Firma Bredent, dass Sie da Metallverstärkung, Metallarmierung einarbeiten, denn die Extensionsbrückenglieder sind auch vom Hersteller nicht freigegeben. Sie haben also bis zu 2 Brückenglieder, können Sie innerhalb von Pfeilern selbstverständlich gestalten. Da haben wir auch die Studien dazu gesehen. Hier also Metallverstärkung. Und warum nur diese Verstärkung im distalen Bereich und nicht die Verblockung der Implantate? Ja, weil wir ja die torsionsausgleichende Wirkung dieses Materials uns zunutze machen wollen. Also nur die Stabilisierung im distalen Bereich und hier im anterioren Bereich ist also dann die Brückenkonstruktion in der Lage, diesen Torsionsausgleich durchzuführen.
Diese Metallarmierungen wurden dann im Anschluss in diese Wachsmodulation integriert. Hier sind dann noch entsprechende Halterungen angebracht, die gewährleisten, dass diese Metallarmierung in der Einbettmasse auch ortsständig bleiben, ja, und sich nicht verschieben. Und dann wurde eine Hohlform hergestellt, so wie wir es aus der Gusstechnik oder auch aus der Presstechnik von Keramikmaterialien kennen. Das Wachs ausgetrieben, im Anschluss dann der Werkstoff entsprechend aufgeschmolzen. Das passiert bei ca. 300 Grad, plastifiziert und dann unter Druck und Vakuum in diesem Vortu-Presssystem in die Hohlform eingepresst. Und das ist das Ergebnis, was Sie dann erhalten nach dem Ausbetten. So sahen die Gerüste aus, als sie vorbereitet waren für die Intraoralverklebung, also der nächste Schritt dann in der Zahnarztpraxis. Nun zur Intraoralverklebung. Wir sehen also dann hier die Mundsituation mit aufgebrachten Titankappen und da wurde dann das Gerüst intraoral verklebt. Das ist uns deshalb wichtig, weil wir gewährleisten wollen, dass diese Gesamtkonstruktionen spannungsfrei auf den Implantaten zu liegen kommen. Zurück im Labor dann die Verblendung mit diesen Verblendschalen, die wir aus dem ersten Schritt schon kennen, aus unserer Ästhetik- und Funktionsanprobe. Und wir sehen dann hier, wie diese Schalen auf das entsprechend konditionierte Gerüst mit dem Combo-Line-Kleber, der zum Verblendsystem gehört, aufgeklebt werden. Ein lichtdurchlässiger Vorwall ist dafür vonnoten, damit wir also diesen Lichtfluss, der zur Polymerisation notwendig ist, also haben. Nun, eine weitere spannende Frage ist ja, ist der Verbund des Verblendkomposites zum BioHPP-Gerüstmaterial auch entsprechend gegeben. Auch das ist natürlich in einigen Studien untersucht worden, unter anderem hier in Jena. Wir schauen uns hier einmal die Referenzgruppe an. Das sind die Metallkeramiksysteme. Die können wir sicherlich als Goldstandard bei uns in der Zahntechnik ansehen, seit Jahrzehnten etabliert. Und hier sehen wir, dass wir zwischen 30 und 40 Megapascal an Verbundfestigkeitswerten erreichen und wenn wir uns diese andere Gruppe hier anschauen, das BioHPP-Material mit Retentionsperlen entsprechend auch konditioniert, sehen wir, dass wir hier also auf dieselben Verbundfestigkeitswerte kommen. Selbst wenn Sie ohne Retentionsperlen arbeiten, liegen die Werte immer noch deutlich über dem, was wir kennen aus vergleichbaren Metall-Composite-Verbund-Systemen. Also auch hier ist Ihnen die Sicherheit gegeben und Sie können also hier dann getrost diese Verblendschalen mit den entsprechenden Materialien komplettieren und auch fertigstellen. Die rote Ästhetik dann auch mit Composite mehrfarbig gestaltet. Wir sehen das hier an diesem Brückenkonstruktion, die also dann hier fertiggestellt ist. Mehrfarbige Zahnfleischgestaltung ist für uns in solchen Fällen sehr, sehr wichtig, weil wir letztlich ein natürliches Erscheinungsbild generieren wollen für unsere Patienten. Und wir sehen hier, und das ist in der Gestaltung wichtig, aber bei allen verschraubten Brücken werkstoffunabhängig, dass sie eine konvexe Basisgestaltung haben, dass die Patienten also mit Floss die Konstruktionen sehr gut reinigen können. Das ist also eine Grundvoraussetzung. Schauen wir uns den nächsten Fall an. Ein teleskopierender Fall, 6 Implantate im Oberkiefer inseriert. Von diesem letzten konnte sich die Patientin nicht trennen. Das sieht ein bisschen ulkig aus. Aber man muss es natürlich auch verstehen, der letzte natürliche Zahn sollte also erhalten bleiben. Auch wenn er im Grunde die Gesamtkonstruktion eher gestört als positiv beeinflusst hat. Wir haben hier Primärteile wiederum hergestellt, in dem Fall aus Zirkoniumdioxid und dann ein Einbettmassemodell hergestellt. Und dann wird hier auf dem Einbettmassemodell die Sekundärkonstruktion modelliert, eingebettet und wiederum im Vortu-Press-Verfahren dann gepresst. Wir haben hier, was die Gestaltung betrifft, einige Besonderheiten, die wir beachten müssen, resultierend aus dem Elastizitätsmodul dieses Werkstoffes. Das, was uns im Unterkiefer natürlich sehr zugute kommt, die Elastizitätswerte ähnlich des Knochens, bedeutet aber auch, dass wir, wenn wir solche zirkulären, abnehmbaren Konstruktionen gestalten, hier auch auf die Stabilität achten müssen, damit wir hier also nicht zu große Torsionen reinbekommen.
Hier sehen wir das nochmal, die Primärteile direkt verschraubt aus Zirkoniumdioxid, die Sekundärkonstruktion, eine hervorragende Passung der Primärteile in der BioHPP-Sekundärgerüstkonstruktion. Das Ganze dann fertiggestellt, wiederum Visuline-Verblendsystem, mehrfarbige Zahnfleischgestaltung und in einem nächsten Bild schauen wir uns das Ganze dann nochmal von frontal an. Dieses hier sind Kompositverblendungen mit dem Visuline-System und hier haben Sie in einer hocheffizienten Art und Weise können Sie also hervorragende Ästhetik erzielen. Das ist sicherlich ein wesentlicher Vorteil dieses Verblendsystems. Schauen wir uns das im Mund an. Sie sehen hier, dass wir hier noch die Basis etwas weiter ausgedehnt haben, als wir das in Metall tun würden, einfach dem E-Modul geschuldet. Das sind also diese, wenn man so will, Gestaltungsrichtlinien, die wir beachten sollten. Die Rückenschutzplatten, wenn man so will, im Palatinalbereich auch nur teilverblendet, um die Stabilität zu gewährleisten. Wenn Sie als erfahrene Zahnärztinnen, Zahnärzte und auch geschätzte zahntechnische Kollegen auf diese Bilder schauen, dann mag uns dieses helle Erscheinungsbild vielleicht erstmal irritieren, weil wir es gewohnt sind, auf dunkel, glänzend metallische prothetische Konstruktionen zu schauen. Patienten, die völlig unvoreingenommen sind, sehen das im Übrigen ganz anders. Und für alle die unter Ihnen, der dieser helle, die helle Farbe nicht gefällt, sei gesagt, dass es den Werkstoff jetzt auch Dentin eingefärbt bei Bredent gibt. Shade 2 nennt er sich und dann hat er also eine Dentinfarbe. Letztlich ist es aber so, dass der Patient sich sehr an diesem hellen Werkstoff freut, weil der für ihn Gesundheit, Biokompatibilität und so weiter bedeutet. Wenn Sie diese Konstruktion abnehmbar dem Patienten das erste Mal an die Hand geben, dann sagt der Patient, oh, das ist aber leicht. Das kann schon mal eine Rolle spielen bei abnehmbaren, teleskopierten Konstruktionen im Oberkiefer, wo wir auch mit der Schwerkraft zu tun haben. Wenn wir das Ganze nämlich, solche Konstruktionen kennen wir von prominenten zahntechnischen Kollegen aus Zirkoniumdioxid herstellen, das Ganze dann noch keramisch verblenden, dann wissen wir, was solche Konstruktionen wiegen. Dann sind wir hier mit diesem Werkstoff, denke ich, ein ganzes Stückchen weiter. Das nächste ist, Patienten sagen beim Einsetzen, och, das ist aber warm, das ist angenehm, ja, angenehmer als metallische Werkstoffe. Und das Dritte ist, dass Sie von dem Eingliederungsmoment ein ganz softes Moment haben, ja. Die Konstruktionen schieben, ich darf es mal nachmachen, so ein, ja. Also noch schöner als Zirkon-Galvano-Systeme, unglaublich. Und das ist das, was Patienten wahnsinnig schätzen. Die Patientin hat sich hier auch am Ende dann darüber gefreut. Schauen wir uns einen nächsten Fall an. Eine Patientin unter 40, schlechte parodontale Zustände. Die Zähne waren also auch nicht zu erhalten. Sie war versorgt mit Kunststoff-Interimsprothesen, mit Drahtklammern. Und ihr sollten also 6 Implantate im Oberkiefer und im Unterkiefer gesetzt werden. Dreidimensional geplant, mit Simplant in dem Fall. Leider hat dann die Krankenversicherung einen Strich durch die Rechnung gemacht und so hat die Patientin nur 4 Implantate im Oberkiefer und Unterkiefer bekommen. Und wir haben uns aufgrund der schwierigen Knochensituation dann dazu entschieden, das Ganze mit Zirkoniumdioxidstegen zu versorgen, um eine Primärverblockung der Implantate zu gewährleisten. Nun, Sie sehen hier, es liegt nicht am Beamer, leicht entzündete Zahnfleischverhältnisse. Ich kann Ihnen auch nur den Oberkiefer zeigen. Die Patientin hat, man kann es sich vorstellen, unter 40 ihre Kunststoff-Interimsprothesen mit wahnsinnig viel Haftmittel angeklebt. Vermutlich die auch nicht jeden Tag perfekt gereinigt. Und so gab es entzündliche Prozesse auch im Oberkiefer. Noch stärker, ein Implantat ist verloren gegangen. Und so können wir uns heute erstmal nur den Unterkiefer anschauen. Wir haben uns aber gemeinsam mit dem Behandler dafür entschieden, den Unterkiefer schon einmal zu versorgen, um hier also auch die Kuh vom Eis zu bekommen, dass die Patientin nicht mehr mit wahnsinnig viel Haftcreme arbeiten muss. Okay. Zirkoniumdioxid als Material für Primärstege natürlich hoch geeignet. Wir wissen, Stege sind per se
konstruktionsbedingt einfach für Patienten schwieriger zu reinigen. Und dann ist es für uns ganz, ganz wichtig, dass wir Werkstoffe benutzen, die also auch eine ganz geringe Plaque-Affinität haben. Und das haben wir beim Zirkoniumdioxid gegeben. Wir haben die Situation dann wieder digitalisiert und im CAD-Verfahren die Stege konstruiert, sie dann herausgefräst, um sie dann wiederum, und hier erkennen Sie immer wieder unsere Protokolle, intraoral spannungsfrei zu verkleben. Wir haben hier diese Klebebasen im Mund wie auf dem Modell und haben dann intraoral diese Rohstege zunächst einmal passiviert und verklebt, bevor wir sie dann definitiv auf dem Passivierungsmodell mit Panavia verklebt haben. In dem Fall die Stege dann gefinished und dann sieht das Ganze so aus, die Einheit aus Klebebasis und primär Steg. Wir sehen gute Passungsverhältnisse. Hier müssen wir über Klebespalten sicherlich nicht diskutieren. Den abnehmbaren Teil dann wieder im, wenn man so will, Modellpressverfahren hergestellt, also in Wachs modelliert, im Fortopress-System gepresst. Wir sehen dann hier die fertig ausgearbeitete Sekundärstruktur, die wir dann im Anschluss wiederum mit dem selben bewährten Verblendsystem verblendet haben. Visuline-Schalensystem sehen wir hier dann vorbereitet für die rote Ästhetik. Und das betone ich nochmal, die ist wahnsinnig wichtig. Viele Kollegen kümmern sich um die weiße Ästhetik und vernachlässigen die rote. Und nur wenn die rote Ästhetik auch stimmig ist, erhalten wir ein Ergebnis, welches dann tatsächlich auch der Natur recht nahe kommt. Wir sehen das also hier. Von basal das Ganze nochmal. Sie haben an den Stegen gesehen, wir haben distal Prezi-Vertex-Geschiebe angebracht. Das ist sozusagen der Gürtel zum Hosenträger. Wir haben das Material ist für uns insofern auch relativ neu, als dass wir ja mittlerweile 3-4 Jahre Erfahrung haben. Wenn wir 10 Jahre Erfahrung haben und wissen, in Studien ist es schon nachgewiesen, aber ich bin da auch immer ein bisschen skeptisch und will die Sicherheit haben, dass wir keine Haftungsverluste haben, dann lassen wir die Geschiebe weg. Alles und auch die Studienlage sieht danach aus, als ob wir völlig verschleißfreie Systeme haben im BioHPP-Bereich. Deswegen ist es sicherlich nicht nötig. Die Matrizen hier werden dem Patienten mitgegeben, könnten zur Not nochmal eingesetzt werden. Schauen wir uns einen nächsten Fall an. Ein Implantat in einer geschlossenen Zahnreihe. Und hier passiert eins, letztlich, ich gehe nochmal ein Bild zurück, wir haben hier ein Hybrid-Abutment gestaltet mit Zirkoniumdioxid, also auch das ist möglich. Sie sehen, ich bringe Ihnen verschiedene Ausführungen mit, wir schauen uns dann auch noch die individuellen Abutments aus dem Peak-Werkstoff BioHPP an, in dem Fall also Zirkoniumdioxid. Und wir wissen, wenn die Patientin hier eine gebrannte Mandel nach 5 Glühwein auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt dazwischen liegt, voller Euphorie zubeißt, was passiert? Die Zähne sind schlau, die natürlichen, die sind nicht so dumm wie das Implantat, die tauchen leicht ab im Zahnbett, aber ja, der Kollege bleibt stehen und was muss er ertragen? Die komplette Kaukraftspitze und deswegen sind uns ich denke, ich bin nicht alleine in Deutschland, der die Erfahrung gemacht hat, auch bei Implantatkronen innerhalb der geschlossenen Zahnreihe doch die eine oder andere Verblendung frakturiert. Und das liegt einfach daran. Und wenn wir jetzt einen Werkstoff haben als Gerüstwerkstoff und diesen dann also auch noch mit einem Kautdruck absorbierenden Verblendwerkstoff, also mit Komposit verblenden, dann können wir dies ein Stück weit ausgleichen und dann sollten wir diese Problematik in den Griff bekommen. Schauen wir uns einen letzten Fall an und das ist also ein Unterkiefer, wie wir sehen, mit einer freien Situation auf beiden Seiten. Hier sollten dem Patienten 4 Implantate inseriert werden, die dann auch sofort versorgt werden sollten mit einer Definitivversorgung. Ja? Und das schauen wir uns gerade an. Wir haben hier also zunächst einmal unsere prothetische Wunschsituation durch ein Setup herausgefunden, haben diese dann in röntgenopaken Kunststoff eingefroren und das Ganze dann in eine Scanschablone eingebettet. Dann ist ein DVT-Scan durchgeführt worden. Im Anschluss dann eine dreidimensionale Implantatplanung. Wir sehen hier nur die 3D-Bilder. Und dann haben wir in die Planungsdaten exakt in Bohrschablonen umgesetzt, in einem nächsten Schritt dann eine Modellimplantation durchgeführt. Das heißt, wir haben die Bohrschablone genommen, die die Chirurgin später auch benutzen sollte,
um die Implantate in das Gipsmodell einzubringen. Sie sehen hier das Original-Einbringinstrument. Das ist ein chirurgisches Instrument, welches dann die Chirurgin auch benutzt hat. Und hier werden also dreidimensional exakt die Implantate in das Gipsmodell eingesetzt, bevor das im Munde des Patienten passiert. Wir haben eine Zahnfleischmaske angefertigt und dann die Zahnfleischmaske, das Emergenzprofil so gestaltet, wie wir es aus den Vorgaben unserer Setup-Aufstellung hatten, im Anschluss digitalisiert und aus einem Wachsblank heraus gefräst. Das sehen wir also hier. Und dann haben wir diese Wachs-Mesio-Struktur auf die Klebebasen aufgebracht. Wir sehen hier nochmal den Workflow, einbetten, abpressen und dann die fertigen Abutments. Und jetzt stellen Sie sich wahrscheinlich die Fragen, warum fräst ihr das denn nicht, wenn er die Möglichkeiten hat, direkt aus dem Bio-HPP-Material heraus? Das kann ich Ihnen sagen. Wir haben hier eine sogenannte Pressbasis, in dem Fall für das Sky-System, gibt es aber mittlerweile bei Preden für alle anderen gängigen Implantatsysteme auch. Und wir sehen hier in der Makroaufnahme, wie sich dieses Material im Thermopressverfahren exakt und völlig spaltfrei um diese Pressbasis entsprechend anlegt. Untersuchungen haben ergeben, dass der Verbund natürlich viel, viel besser ist als bei den Systemen, wo Sie also, wie wir es aus der Zirkonoxid-Hybrid-Abutment-Technik kennen, verkleben. Und zum anderen sind Sie auch noch die lästige Klebespaltdiskussion los. Auch die ist in manchen Regionen nicht unerheblich. Insofern haben Sie hier sicherlich mehrere Fliegen, wenn man so will, mit einer Klappe geschlagen. Zurück auf zur Modellsituation, das Ganze dann wiederum digitalisiert und die Kronengerüste hergestellt, im CNC-Verfahren herausgefräst. Wir sehen also hier, wir können den Werkstoff, und das hatten wir eingangs auch schon besprochen, fräsen oder pressen. Die Ergebnisse sind beide sehr, sehr gut. Wir setzen es bei uns einfach so ein, wie es uns technologisch am glücklichsten erscheint. Und so haben wir hier also die Kronengerüste rausgefräst, haben die Verbinder nicht abgetrennt. Warum? Weil wir nach der Insertion der Implantate, das Einbringen der Abutments, noch einen Überabdruck anfertigen wollten und aus meiner Sicht auch müssen. Dann schauen wir uns oder halten wir uns nochmal den Workflow vor Augen. Ja? Wir fangen also an mit dem Herstellen einer Scanschablone, machen eine dreidimensionale Implantatplanung, überführen das Ganze dann in eine Bohrschablone, im Anschluss eine Modellimplantation. Dann muss der Chirurg das noch exakt implantieren und sind wir ganz ehrlich, hier summieren sich Fehler und wenn wir das seriös betrachten, um 1 Millimeter auf. Es kann weniger sein, wir müssen aber auch damit rechnen, dass wir 1 Millimeter Fehler haben. Und das bedeutet, dass wir hier keinen Zahnersatz schon präimplantologisch herstellen können, der also eine perfekte Okklusion aufweist. Deswegen hier nochmal den Schritt dann über die Verklebung. Schauen wir uns das chirurgische Protokoll einmal zu diesem Fall an. Das Sky-Implantatsystem hier entsprechend mit den Reduzierhülsen wird mit Bohrern aufsteigendem Durchmesser dann das Implantatbett aufbereitet. Wir sehen das hier in diesen Bildern und dann mit diesem Einbringinstrument. Sie kennen das von meiner Modellimplantation. Nun bin ich als Zahntechniker auch endlich mal in der Lage zu implantieren. Wird dann das Implantat dreidimensional genau wiederum in den Kieferknochen eingebracht und das ist wichtig, auch entsprechend der Indexierung ausgerichtet. Sie sehen hier eine Markierung auf dem Einbringinstrument und eine auf der Bohrschablone. Und damit können wir die Indexierung also auch genau umsetzen. Wichtig, weil sonst dreidimensional im Raum das Abutment natürlich nicht in der richtigen Lage eingesetzt werden könnte. Wir sehen hier die Ergebnisse der minimalinvasiven Chirurgie und dann auf dem anderen Bild die eingesetzten individuellen Abutments. Im nächsten Schritt dann der Überabdruck, den wir uns vorgenommen haben. Und in den nächsten 24 bis 48 Stunden sollten dann diese Kronen fertig verblendet werden. In dem Fall wiederum Komposit verblendet. Und wir sehen, dass wir diese Kronen hier mit einem sehr, sehr grazilen und dünn auslaufenden Rand gestalten können. Wichtig, dass wir keine Kronen gestalten, die eine negative Stufe mit sich bringen.
Wir wissen, das ist Retentionsstelle für Plak und das bedeutet letztlich in der Konsequenz in aller Regel entzündliche Prozesse um das Implantat. Das wollen wir nicht. Also mit hoher Präzision arbeiten und wir sehen, dass wir das mit diesem Werkstoff können, genauso wie wir das also auch aus der Metallkeramik oder auch aus der Vollkeramik kennen. Die Okklusion wurde dann entsprechend, wir haben das Eingangsbild vielleicht noch vor Augen, flachhöckrig, passend zum Oberkieferzahnersatz gestaltet und dann das Ganze eingesetzt. An dieser Stelle sind wir schon am Ende zum spannenden Thema Peak-Werkstoffe, Bio-HPP. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie hier waren, dass Sie mir Ihre Zeit geschenkt haben. Sollten Sie Fragen haben, haben wir möglicherweise noch eine Minute. Naja, eine vielleicht. Gibt es Fragen? Keine Frage? Ja, bitte. Ups, sagen Sie es literweise nochmal. Ja, die Friktion würde mich interessieren mit den Teleskopen. Inwiefern, wie man die einstellt? Oder? Ja, genau, wie die Passung ist. Genau, also Sie können ja die Sekundärkonstruktion auf zweierlei Weise herstellen. Zum einen könnten Sie sie fräsen oder pressen. Wir vertrauen auf das Pressen, weil wir sind auch im Metallbereich beim Einstückus, ja, und es liegt uns einfach von der Technologie her gut. Und dann kommt es einfach auf die Konzentration der Einbettmasse an, logisch, wie wir es klassisch aus der Metalltechnik kennen, um dann also über die Expansionssteuerung der Einbettmasse die Kronen so zu gestalten, dass wir eine gute Friktion haben. Und in aller Regel ist minimalste Einstellung oder Feineinstellung der Friktion dann auf dem Modell nötig. Weitere Fragen, meine Damen und Herren? Nicht an der Stelle. Dann darf ich mich ganz herzlich bedanken, Herr Schulz. Danke, dass Sie bei uns gewesen sind. Dankeschön.